Moin Moin liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußball Manager 13. Es geht in die Endphase-Saison. Drei Spiele stehen noch an. Wir spielen gegen Gladbach, gegen Stuttgart und am letzten Spieltag gegen Freiburg noch. Das wird ganz interessant. Ich bin bei der letzten Folge meiner Aufnahme-Session heute. Dann ist die letzte, habt ihr die letzte Woche wieder gut geguckt, gut gucken können. Höwedes mit einer guten Form wieder zurzeit, sehr gut. Sollte sich aber hoffentlich keine fünfte Gelbe mehr abholen. Draxler in Topform da vorne. Verfahren ebenfalls. Bastos nicht ganz, aber okay. Jones oder Neustädter. Ich meine, man kann aber wieder Neustädter eine Chance geben, ne? So, Garrix hat auch wieder gute Frische auch. Obwohl, warum eigentlich was ändern? Never change a winning team. Genauso wird es sein. Marika kommt in den Kader heute mal. Für Ibrahim Afellay. Für ihn hat es sich ausgeleiht bei uns. Wird uns verlassen. Auch Marika wird uns ja verlassen. Philipp Max wird vielleicht mal wieder einen Einsatz kriegen. So, ab geht's also. Ich mach noch fix einen Quicksave. Hätte ich auch aus während der Aufnahmepause machen können. Aber ich mach noch fix ein kleines Getränkchen. Hab ich jetzt lange gequatscht, ne? So, ab geht's also gegen Gladbach. Ich bin gespannt, was das wird. Auf jeden Fall sollte wieder ein Sieg her. Hinspiel haben wir 2-1 gewonnen. Von daher sollten wir wiederholen. Ab geht's. So, was haben wir heute den Team? Wir holen mindestens Unentschieden. Das sollte die Zielstellung sein, ganz klar gegen Gladbach. Die Nationalhymne, was labert der da für ein Blödsinn? Naja, gut. Anpfiff gegen Gladbach im Borussia-Park sind wir heute zu Gast. Und die Gladbacher mit der ersten Möglichkeit und dem ersten Tor. Luc de Jong, 16. Saisontreffer. Mustafa kommt auf rechts zum Flanken. Höwedes steht zu weit weg von de Jong. Und einen schönen Kopfball Hildebrand auf den falschen Fuß erwischt. Gladbach von der ersten Minute an voll da. Ja. Das ist natürlich ärgerlich. Aber okay. Möglichkeit Schalke. Verfahren mit der kurzen Ecke. Der Ball landet bei Bastos. Sieht, dass er wenig Platz hat. Macht ein paar Schritte Richtung Strafraum Ecke. Zieht aus dem Spitzenwinkel ab. Der Ball streicht etwa einen Meter über das Tor. Ärgerlich natürlich. Früher Rückstand, aber jetzt könnten wir ihn vielleicht ausgleichen. Bastos mit einem schönen Pass in die Mitte auf vom Wolfswinkel. Der dreht sich und wird zurückgepfiffen. Assistent hatte sofort die Ahne oben. Das war haarscharf. Alexander Ring sieht die gelbe Karte für Gladbach. Draxler geht im Duell mit Ring zu Boden. Thomas Malpfeif, gelbe Karte für den Gladbacher. So Leute, jetzt sollten wir langsam mal höflich mit der glatten 6 zur Zeit. Glanzparade von Timo Hildebrand. Hildebrand wirft sich mutig in einen Schuss von Mike Hanke, der den Keeper aus 5 Metern nicht überwinden kann. Nächste Ecke, Juan Arango. Papadopoulos klärt zunächst. Dann gewinnt Garrix seinen Zweikampf gegen Janschke und befördert den Ball von dem Strafraum. Doch der Ball kommt vor die Füße von Nordfeig, den annimmt und entschlossen abzieht. De Jong steht in der Schussbahn, fällt den Ball mit der Hacke ab. Hildebrand ist chancenlos, der Ball kullert um Zentimeter am Tor vorbei. Marc Boussoufa, absichtliches Handspiel jetzt. Leute, konzentriert euch mal bitte und alle warm laufen. Spieler von Schalke sind jetzt voll konzentriert. Und Rango sieht auch gelb wie ein grobes Foulspiel. Was ist das für... Na gut, die sind im Abschiedskampf, ne? Und führen glücklich. Vorhin auch Schiedsrichter Gretsch, Arango, verfahren von der Seite um nächste Chance. Schalke, Janschke hinter Büttner, am Flanken, klärt zur Ecke. Kommt, Leute, jetzt die Ecke. Sollte doch erfolgreich sein, aber kommt zu nah vors Tor. Testsegen hat keine Mühe. Nächste Chance, Gladbach, die auch 16 gut gegen Papadopoulos durch. Legt dann zurück auf den Randstimmen. Hanke, dieser... über einen Tick zu spät dran, sodass Hildebrand den Ball aufnehmen kann. Der bislang ein besser Mann ist Hildebrand. Rüdes Foulspiel von Verfan jetzt. Eine Außenlinie bringt da Boussoufa zu Fall. Sieht dafür die gelbe Karte. Eine Minute Nachspielzeit wird es geben. Und ja, da passiert nichts mehr. Halbzeit. 1-0 hinten für unsere Schalker. Das ist nicht schön. Ja, das ist keineswegs aussichtslos, Leute. Kommt schon. So, Hildebrand müssen wir loben. Büttner kritisieren, genauso wie Paulus motivieren und Höwe das auch kritisieren. Garrix motivieren wir auch, also Garrix hat sein schlechtes Spiel wohl. Schlechtestes Spiel heute für uns. Papadopoulos müssen wir auch ein bisschen eine Massage geben noch. Genauso wie Farfan und Draxler. Ab geht's halb der zweite Halbzeit. Noch gibt's keine Wechsel. Aber sie sind gewarnt, die Spieler. Kommt schon. Schwierige Entscheidung in Gladbach. De Jong gelingt aus dem Gewühl raus ein Tor für Gladbach. Doch der Spieler der Schalke, die beschweren sich massiv gegen einen Foulspiel an Papadopoulos. Schiedsassistenten greift zum dritten Mal. Letzte Minute und fragt den Spielbüter selbst, aber der hat angelegten Arm an und winkt ab. 2-0 Gladbach. Nach einer fraglichen Entscheidung.
Jetzt müssen wir aber wechseln. Geht nicht anders. Verfahren wird rausgehen. Ah ja, ja, 2-0 hinten. Clemens für Verfahren. Bastos verletzt sich auch noch. Passt ja perfekt rein hier. Ja. Den kann man da bringen jetzt. Ich kann den auch spielen. In die Spitze. Ja, Philipp Max bringen wir rein. Der allerdings. Draxler geht ins offensive Mittelfeld. Max in die Sturmspitze. Von Wolfswinkel als hängende Spitze. Müssen wir so zweimal auswechseln. Gleich. Das ist nicht schön. Bastos Oberschenkelzerrung. Könnte die Saison aus für ihn bedeuten. Pressing wird erhöht. Und der Einsatz ebenfalls. 100% jetzt. Ab geht's, Leute. Kommt schon. Nochmal alles geben hier. Gleich den Anschlusstreffer erzielen. Freischuss von Schalke. Huntelaar bringt den Ball nicht an der Mauer vorbei. Der anschließende Distanzschuss von Jones wird von Dominguez abgeblockt. Warum schießt Huntelaar einen Freischuss? Frage ich mich da ehrlich. Nächste Chance Gladbach, Bosufa nah, zwei Spieler von Schalke, zieht aus 15 Meter ab, aber zu weit rechts. Nächste Chance Gladbach, das kann doch nicht wahr sein, reiß doch mal wieder zusammen hier. Gegen Abschiedskandidaten sich hier so zu präsentieren, ist echt lächerlich. Und da fällt das 3-0 auch noch, das kann nicht wahr sein. Es geht um die Champions League, Leute. Hildebrand versucht den Ball zu fangen, lässt ihn fallen, es macht Hildebrand auch noch einen Fehler, es kann nicht wahr sein. Roman Neustädter für Benedikt Höwedes, der da grottenschlecht heute spielt. Das kann echt nicht wahr sein. Wir bleiben zwar auf Platz 4. Aber wir hätten an Dortmund vorbeiziehen können. Aber nein. Wir wollen es natürlich mal wieder nicht. Wellemstein nimmt kein Ende mehr. Ja, mit ist Gladbach fast gerettet. Shigerchi für Nordfight. Oh, 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 Leute. Das kann nicht wahr sein. Hunde lässt sich schön durch. Passt dann zu Clemens, der umzingelt von der Gladbach ab, wer den Ball im Strafraum nicht kontrollieren kann. Nächste Möglichkeit. 1-3. 20 Minuten vor dem Ende. Klaas und Huntelaar, wer sonst? An einer weiten Kopfvorlage von Philipp Max steht Huntelaar völlig frei vor Ter Stegen. Schiebt trocken ein. Keine Chance für Ter Stegen. Voller Angriff, Leute. Ab geht's hier. Vielleicht geht da noch was. Hinteregger für Brauers bei Gladbach rein. Jetzt kommen die Gladbacher nochmal. Hanke wird links steil geschickt. Will an Jones vorbeigehen. Bleibt zunächst hängen. Stürmer setzt erfolgreich nach. Holt sich den Ball wieder. Spielt ihn flach in die Mitte, wo de Jong lauert. Pavlopoulos kann diesen Schuss gerade noch zur Ecke abwehren. Die Ecke kommt. Hildebrand kommt da raus, greift sich dazu. Oh, oh, Leute. Noch ist ein bisschen Zeit, um vielleicht zwei Tore aufzunehmen. Da ist noch ein schneller Anschlusstreffer hinterher. Jawohl, da ist der Anschlusstreffer. Ich habe mich schon wieder zu früh aufgeregt vielleicht, aber trotzdem. Huntelaar Doppelpack, 30. Saisontreffer. Er versucht aus 25 Metern. Zuvor waren zwei Spieler von Gladbach zusammengeprallt, hatten diese auf diese Weise den Weg unfreiwillig freigemacht. Testing kann nur sehen, wie der Ball nach oben einschlägt. 10 Minuten also noch. Wurmen wir noch ein 3-0 auf oder kommt Gladbach nochmal? Weiter Schlag von Shigerchi. Diese auf nassen Rasen schnell landet. Schließlich unerreichbar für Mike Hanke. Nochmal voller Angriff, Leute. Taktik. Abwehrreihe steht hoch. Eine schöne Kombination von Arango. Ring und Hanke kommen letzter am schrauben Ball. Papadopoulos aufgepasst, klärt zur Ecke. Die kommt nochmal rein. Arango führt den Ecken kurz aus. De Jong zieht nach innen, lässt sich abdrängen. Hildebrand greift sicher zu. Das ist das Wichtigste, was man hier groß lesen muss. Nochmal Schalke. Und da ist der Ausgleich! Lupin-Renner-Trick von Klaas-Jan Huntelaar! Wir holen das! 0-3 hat sie noch auf. Neustädter legt schön auf für Philipp Max, aber der verzieht. Der Huntelaar startet genau im richtigen Moment. Rutscht auf den ersten Rasen zusammen mit dem Ball über die Torauslinie. Und wieder macht Gladbach das Tor, das gibt's doch gar nicht! Da haben sie sich wieder zu lange gefreut, die Vögel. Nur eine Minute nach dem Ausgleich macht Gladbach das 4-3. Im Gegenzug die neue Führung für Gladbach. Ein weiter Abschlag von Ter Stegen will Jones elegant per Volley-Schuss wieder zurückbefördern. Produziert aber nur einen wenig eleganten Querschläger. Hanke hat den Braten gerochen. Schnappt sich das Leder, stimmt alleine auf Hildebrand zu und schiebt trocken ein. Und das kann doch echt nicht wahr sein. Da werden sie um ihren eigenen Mühen. Ja, gut. Ter Stegen lässt sich beim Abschluss alle Zeit der Welt. Sekunden verstreichen nach dem dritten Rechnen. Die gelbe Karte haben die jetzt Zeit. Komm schon, schaffen wir nochmal zurückzukommen. Schaffen wir es nochmal. Nee, weiter Einwurf Clemens, deswegen kommt er raus, fängt den Ball ab. Schalke weiter in den Ballbesitz, aber die Nachspielzeit wird es entscheiden. 3 Minuten gibt es nach oben drauf. Kommt unsere Mannschaft nochmal zurück. Gladbach will die Zeit runterspielen. Das war's, nein!
Unsere Spieler heute haben Lägert bezahlt. Gegen den Abschießkandidaten haben wir uns da ganz schön vorführen lassen. 3-0 hinten gelegen. Sicherlich ist es sehr lobenswert, dass wir das 3-3 aufgeholt haben. Aber sofort danach, sofort nach Anschluss weg, machen die einen Abschlag nach vorne. Jones macht so eine Scheiße da. Ach nee, Leute, das kotzt mich gerade enorm an. Das für die letzte Folge dieser Aufnahmesession heute. Mann, ey. Also Leute, wie wir zurzeit verlieren, das ist unglaublich. Zurzeit verlieren wir, ey, richtig beschissen. Gegen Lazio so eine bittere Pleite. So ein mutloser Auftritt gegen Lazio. Dann gegen Leverkusen so ein bescheuertes Eigentor. Und jetzt hier macht dann De Jong 3 Tore. Ein Huntelaar macht einen Lupo, einen Hattrick, um das Ding auszugleichen. Und am Ende ist es gar nichts wert. Überhaupt nichts. Philipp Max ist bester Mann geworden. Nach seiner Einwechslung. Weil er 2 Torvorlagen gegeben hat. Gucken wir mal nach hier. Jawohl, so ist es. 3, ja, 2 Torvorlagen hat er gegeben. Oh, oh, oh. Das kann doch echt nicht wahr sein. Wie wir das Ding hier noch verlieren können wieder. Vor allem nach dem 3-3, da muss es aus sein. Da müssen wir mit sagen, Punkt und gut ist. Da muss Konzentration oben bleiben. Nee, da freuen die sich noch und Jones will ihn sauber klären per Volley. Sowas Dämliches von Jermaine Jones. Da hat sich Neustädter mal wieder reingespielt im nächsten Spiel. Auch eher eine 2,5 hier auch nach Einwechslung. Römer Neustädter wird übernehmen im nächsten Spiel. Clemens zwar auch nicht toll und der will hier große Ansprüche stellen, ne? Auch natürlich. Sehr bitter. Huntelaar, ja klar. 31 Saisontore jetzt. Das ist natürlich eine Bestmarke von ihm in 30 Spielen. Hat seinen Rekord von der Vorsaison noch überboten, aber es bringt das alles. 4000 Schalker sehen eine bittere Schalker Pleite. Auch die Dortmunder nur unentschieden. Wir hätten vorbeiziehen können mit einem Sieg. Okay, Bayern Dortmund 0-0. Leverkusen 3 Punkte vor den Bayern. Gladbach gewinnt 4-3 gegen uns. Das kann echt nicht wahr sein, dass die 4-3 gegen uns verlieren. Oh oh, Nürnberg lässt nochmal grüßen. 2-1 schlagen die Leverkusen, auch die patzen also da oben. Na gut. Ja, die Bayern sind natürlich die ganz großen Lachen an diesem Spiel da. Hätten sie mal gewonnen. Vögel die. Schauen wir weiter. Wolfsburg schlägt Hamburg im Nordderby 3-1. Werder Bremen mit einem Befreiungsschlag. 4-0 gegen Hoffenheim. Aber ob das noch reicht letztendlich? 2 Spiele sind noch klar. 5 Punkte Rückstand auf Wolfsburg. Wird eng da. Hannover gegen Mainz 0-0. Freiburg gegen Augsburg 3-1. Stuttgart führt 2-1. Frankfurt, Düsseldorf. Gut, ja gut. Wenn hätte Fürth gewonnen, hätten sie nochmal Chancen gehabt vielleicht. Ja, ganz große Ausnahme der Chancen. Stimmen. Es gab nur eine Möglichkeit. Sieg unentschieden hier lang. Ja, okay. Oha, 4 Bremer dann gleich in der Hälfte des Tages. Huntelaar auch klar. 3 von 31 Tore. Ah, oh, Mann, das kann echt nicht wahr sein. Unsere Leistung war heute nicht berauschend, aber dass wir denn das nochmal verlieren. Herr Fern, ein dramatisch, ein tolles Spiel, aber mit einem unglücklichen Ende für ihren Gegner. Was sagen wir als Trainer? Nicht glücklich mit dieser Liga, aber ich denke, dass wir ein so fantastisches Spiel... Nein, ich muss erstmal beruhigen. Hin und her, bin schon sehr enttäuscht, dass wir verloren haben. Naja, gut. Nee, das auch nicht. Fußball ist nicht eine tolle Szene. Es geht darum, zu gewinnen. Das haben wir nicht geschafft, aber da... Also war das nichts. Wir spielen mit zu vielen Toren. Nee, wir standen hinten schlecht. Viel zu offen. Der Gegner wurde zum Tor eingeladen. So kann man nicht spielen. Ja, ich bin sauer. So ist es. Doch. Sicherlich, wie gesagt, alles ist lobenswert, dass wir das 3-0 da aufgeholt haben. Aber dass wir dann gleich danach wieder das 4-3 kriegen. Und allgemein schon die 3 Tore davor. Das geht einfach nicht. Huntelaar mal wieder mit einem Hattrick. Das macht er ja öfter die Saison. Genau, da haben wir das Video. Diesmal war es auch wirklich ein lupenreiner Hattrick. Klar ist ein Huntelaar. Gut, können wir wegdrücken. Bastos fällt aus, Oberschenkelzerrung, 9 Tage. Okay, Saison aus noch nicht ganz, aber... Zweiter Gewinn wieder. Bester Mann, Andreas Hanschen. Spielbericht. 1-0, Andreas Hanschen mit dem Tor. Sehr schön. So, Mannschaft der Woche. Huntel haben wir gesehen, Ansprache fehlgeschlagen. Scouting abgeschlossen. So, jetzt haben wir das letzte Heimspiel der Saison. Auch das werden wir uns nicht ansehen, das muss nicht unbedingt sein. Aber für meine Aufnahmesession war es das. Hoffe, diese Woche hat euch gefallen. Habe ich alles innerhalb von 3 Stunden knapp. Nee, nicht ganz knapp 3 Stunden. Nee. 2. Sagen wir 2. Ja doch, ganz knapp von 2 Stunden habe ich das Ganze aufgenommen hier. Hohe Höhen und Tiefen haben wir erlebt, Leute. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ich sage es nächste Woche wieder was. Ihr habt natürlich den Gnadenlosen Übergang wie immer, aber ist scheißegal. Haut rein. Ciao, ciao.